Okay, dann bereiten wir uns jetzt schon mal vor für die Giftstachel-Ratian. Schon wieder auf Quest. Doof gelaufen. Bereiten wir uns auf die Giftstachel-Ratian vor. Ich würde dann wirklich sagen, ist aber 200 nicht ein bisschen viel? Machen wir 180, oder? Passt 180 mal für Stufe 2, dann sehen wir es ja. Also ich würde mal sagen 180. Also 180 Schaden und Rüstung würde ich fast nicht limitieren. Vielleicht irgendwie auf, was habe ich denn gerade eben als Rüstung? 200, also 350. Ich weiß jetzt nicht, was das bedeutet von der Relation her, aber ich sag mal 350 einfach. Donner wäre ja ganz gut. Ist halt bloß die Frage. Wegbannen, ja. So wie jeder andere auch. Und Tobi, vielen, vielen Dank für den Follow. Sehr freundlich von dir. Nimm's nicht so übel. So, wir können jetzt da echt eigentlich richtig loslegen, aber wir haben halt nichts, um richtig loszulegen. Ah, der Tyrannenarm. 16 Drache. Drache geht ja genauso, nicht wahr? Ja, das nehmen wir. Kann ich nicht mit meinen 911 kommen? Wäre vielleicht ein bisschen übertrieben, ne? Kleines bisschen. Er sieht schon cool aus, der Tyrannenarm. Der gefällt mir. So, mal gucken. Huch, wo sind sie denn alle? Alle noch nicht da. Wie viel habe ich jetzt? Ich habe 130, 140, ja, 146. Wie gesagt, 180 nehmen wir auf jeden Fall mal. Perfekte Waffe. Was hast du für eine Waffe? Oh ja, nice. Richtig gut. Aufspürer, okay. Sehr, sehr schön. Jetzt nur nicht auf Angriff essen, ne? So, ich esse auf jeden Fall mal auf Verteidigung. Das ist klar. Gibt es hier irgendwie eine Giftabwehr? Nee. Das kann schon mal helfen. Mal sehen. Ist das Shagaro-Essen? Ah ja. Okay, nice. Jetzt bist du wieder fertig. Ja, zu spät. Leider zu spät. So. Oh, keine Jagdtechnik. Das sollten wir jetzt definitiv machen, weil das ist jetzt nicht mehr rumtrollen. Da sollten wir jetzt vielleicht doch ein bisschen genauer drauf achten, was wir tun. So ein kleines bisschen. Stile und Techniken. Luftkampf nehme ich ganz gerne, ja. Und dann eigentlich hat den Drachenatem. Ja, ich nehme es mal so. Mal schauen. Machst du jetzt das mit dem SNS, was du mir erzählt hast? Okay. 346 Def und 880 Damage insgesamt. Nice. War nicht schlecht. ihr seid da richtig gut, muss ich sagen. So, Giftstachel-Ratian. Oh je. Nummer 2, einfangen. Fange eine Giftstachel-Ratian. Ich bin sehr gespannt. Eigentlich wollte ich heute eh keine Begrenzung. Jetzt bin ich sehr gespannt, wie das laufen wird. Nicht gegen Dread Queen. Okay. Keine Ahnung. Ich weiß bloß, dass ich selber doch etwas nervös bin, muss ich sagen. Weil, ja, wie gesagt, ich habe noch nie eine Deviant in Gen weiter gelevelt. Das ist das erste Mal. Deswegen, mal gucken, wie das läuft. Ich hoffe ganz gut. Bisschen Panik ist da. So, Lebenspulver können wir mal mitnehmen. Gegengifte können wir mitnehmen. Die kaufen wir uns auf jeden Fall auch wieder. Das wäre etwas wichtig. So. Die Spezialerlaubnis-Quest bin ich noch gar nicht angegangen. Mal schauen, was da abgehen wird. Spezialerlaubnis-Quests sind sehr cool, muss ich sagen. Coole Biester. Also manche davon. Manche sind halt auch einfach bloß doof. Aber das ist, glaube ich, so die Natur der Dinge. Geil, Panzerfisch bekommen als Zutat. Panzerfischchen. Okay, legen wir los. Tanzt schnell, tanzt.
keine Zeit zum Tanzen. Ja, Sleep Start, gerne, wenn du kannst. Okay, Sleep Start, alle aufpassen, ne? Oh Gott, mein Gott, mir wird schlecht. Ja, was soll ich dann sagen? Freut euch, meine Kameraden. Ich bin mit der GS-Übersetzung durch. Weitere 13 Waffenklassen in Arbeit. Wir sind gespannt, was du weiter für Juwele ausgräbst. So, ich nehme mal das hier mit, ne? Geil, noch mehr Rezepte. sorry, hab vergessen, dass Shagaro-Essen das nur wenig gute Schärfe hat. Schnell Scharfwaffe raufgemacht. Ah, okay. Na, cool. Alles gut. Wir haben ja Zeit. Wie gesagt, ich bin jetzt doch etwas nervös, muss ich sagen. Wir müssen sie auf jeden Fall einfangen. Ich muss auf jeden Fall mal gucken, wie man mit der Gewehrlanze jetzt spielt. Schon fast 11 Seiten an Gerichten. Krass. Das ist sehr heftig. So, aber schön, dass wir jetzt blaue Schärfe haben. Das ist schon mal sehr gut. Das gefällt mir gerade eben schon sehr an der Waffe. Dafür, dass sie theoretisch noch Low Rank ist. Das bringt sehr viel. Drache ist ja eh stark gegen sie. Deswegen machen wir da hoffentlich jetzt mal ganz gut Schaden. Mal sehen. Ich meine, ansonsten muss es halt der Rest regeln. Wie immer. So, da hört man sie schon und jetzt wird man sie auch sehen. Hallo Giftstachel. Oh Gott. Oder eben Dread Queen. Wie auch immer. Du bist sehr, sehr groß, ne? Halt, ich hab Sprung. Wieso springe ich nicht? Sie zu reiten wäre auch gar nicht schlecht. Wobei, reiten jetzt gerade eben nicht, genau deswegen. Ach halt, ich habe aber keine Bomben mitgenommen. Sleep Start ohne Bomben ist natürlich ein bisschen doof. Sorry. Hätte ich... Oh Gott. Ja. Mach das mal fertig. Hat jemand anders noch Bomben? Weil, wie gesagt, ich habe leider... Nee. Ja, schade. Noch 4 Quests hoffentlich, dann ist 9 Sternenrang durch. Okay. Ja, weggebrüllt. Ja, es war blöd. Ich habe bei Sleep Start habe ich gar nicht dran gedacht, dass ich ja auch Bomben hätte mitnehmen können. Oh, nice. Ah ja, gleich reiten. Perfekt. Ja. Mann, Dragon, ey. Entschuldigung. Ah ja, guck mal, das Gift ist auch instant wieder weg. Okay, und poke, poke, und poke. Ja, toll. Jetzt ist die Waffenschärfe halt schon weg. Oh, das ist dann so ein Endschuss. Ach, krass. Das wusste ich ja noch gar nicht. Oh Gott. Ist das jetzt auch bloß so ein kurzer? Oder, da wollte ich gar nicht entlang. Ich block das mal. Ja, war ganz gut. Oh, shit. Das macht sie auch noch. Danach dann. Okay. Ja, gut. Ist nicht mal die gewöhnliche Radiant. Dankeschön. Die ist jetzt doch wieder was Krasseres. Außerdem muss man jetzt dran denken, dass wir nicht mehr farmen. Ich muss jetzt gerade wieder so ein bisschen im Kopf umschalten, dass wir jetzt tatsächlich irgendwas Gescheites machen gerade. Ärgerlich. Kabam! Das ist cool, ja. Dass ich da alles raushauen kann. Achso, ich habe ja jetzt auch noch mein Wimmernfeuer, ne? Das habe ich jetzt auch nicht rausgehauen. Jetzt siehst du, wie krass Deviants sind. Ja, die sind schon nicht zu unterschätzen, definitiv. Oh wow, ich prall da sogar ab. Scheinbar. Komm, das reicht. Kabam! Das hat auf jeden Fall gereicht. Ach, halt, jetzt bin ich aber in Orange gelockt, klar. Ich kann es ja nicht ständig machen. Das war das Problem an Jen. Vergessen. Ah, Instant-Wirbel. Doof gelaufen. Ich bin tot, maybe? Nö. Okay. Gelähmt ist ganz cool, dann kann ich mich ja mal heilen. Ich ist doch erst Level 2, ja. Na, schade. Wow, vergiftet jeder Schweifangriff dieser Ratian. Ja, das sind Deviants. Das ist die Besonderheit der Giftstachel-Ratian. Oh Gott. Vergiss nicht, dass es so gesehen ein Lowering-Deviant ist. Ja, yeah, weil wir es im Lowering freigeschalten haben. Ich weiß.
Das ist noch das Schwächste vom Schwächsten, theoretisch. Oh. Nein, wieso schon wieder? Wieso bin ich so doof? Ach. Ja, ja, das ist klar, dass sie natürlich noch deutlich krasser werden. Das ist schon klar. Okay. Ich muss dringend nachwetzen, weil ohne Blau kannst du ja echt auch alles vergessen. Hey je. Okay. Geschärft haben wir wieder. Sehr schön. Ah hey, bist du nicht draufgegangen? Sag dir und zack, nächster Schlag tot. Ja, mal gucken. Mal gucken. Okay, du flappst da so durch die Gegend. Oh, was war das denn? Ach so, sie holt sich einen Snack? Nee. Sie macht Dinge? Okay. Ich muss sagen, es gefällt mir gerade eben sehr, dass ich mehr Munition habe. Da kann ich mit diesem Sprunggriff tatsächlich wirklich viel raushauen. Bloodbath, ja. Davon wurde mir ja schon genügend berichtet, keine Sorge. Ah, ich bin so bescheuert. Ja. So. Kommen wir. Oh, ja. Den Wirbel kannst du halt nicht in Ruhe lassen. Da musst du dich dringend gegen heilen. Holla. Ja, sie ist vergiftet. Ah, die Giftkönigin vergiftet. Sehr, sehr schön. Drachenatem. Yes. Sehr schön. Das hat auf jeden Fall was gebracht. Ah, okay, sie wirbelt nicht nochmal. Nein, wieso? Ach, Mann. Ich bin aber gerade echt zu blöd für die Ratian, ne? Okay. Aber hier macht sie auf jeden Fall gut fertig. Ist echt schlimm. Ja, toll. Ich hatte schon noch Doppelgift. Und Jiren gibt es dann auch einen Endboss. Habt ihr den schon gemacht? Jiren Endboss? Nee. Ich habe in Jiren noch gar nichts gemacht. Ich bin ja erst High Rank. Auf Lyrank eine toxische Vergiftung. Sieht man auch nicht oft, ja. Ja, das ist da auch einzigartig. Die Dread Queen vergiftet, ja super. Ich bin da erstmal weg, schlafe hier gleich im Sitzen ein. Das ist natürlich nicht so gut. Wünsche euch allen auf jeden Fall noch viel Spaß und lasst euch nicht umbringen. Wir werden es versuchen. War ja eine Chat-Gerichte. Achso, okay. Na gut, ich glaube, die meisten im Chat haben das schon. So. Bomber, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Wünsche dir natürlich auch eine gute Nacht. Schlaf schön. Und ja, bis zum nächsten Stream. Ich bin giftiger als Giftkönigin, ja. Oh Gott, die Arme. Wie sie klingt, ne? Hallo, wieso kann ich... Was zur Hölle? Ich kann aber nicht an ihr entlang springen. Sie ist zu groß. Oh weh. Da kann ich auch... Kann ich bitte irgendwo an dir hochspringen? Wäre super. Sonst bringt der ganze Stil nichts. Das ist echt gerade ein bisschen ärgerlich. Jetzt, dankeschön. Ja, toll. Dass ich das mal hinbekomme, ist hier halt schon komplett weg. Das hat natürlich gerade nicht so gut funktioniert. Muss aber dringend wieder nachschärfen. Trifft mich... Ach, natürlich trifft mich das. Ach, komm schon. Ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Okay, wenigstens jetzt. Herrje. Toll, der Geodrom, ne? Sehr, sehr wichtig, dass wir vor dem Paniker... Oh, da geht sie zurück. Au. Okay, das wusste ich nicht. Oh, hallo. Dankeschön für die Heilung. Gehst du da wirklich? Ja, du gehst da jedes Mal zurück. Okay, wenn man in den Beinen steht, geht's. Nein, blocken! Na, wieso block ich denn nicht? Ah. Und gleich nochmal, ja. Okay, danke. Gegengift muss ich trotzdem nehmen. Oh. Ja.
Habe ich Gia gesagt, Velocidrom. Schallwellen haben aber auch eine Reichweite in Generations. Ich bin schon oft aufs Maul geflogen, weil ich die unterschätzt habe. Ja, die sind schon heftig. Immer noch vergiftet. Okay, jetzt nicht mehr. Toll. So, kann ich jetzt vielleicht mal hier wieder irgendwie angreifen? Wäre super. Hey, Schweife ab. Nice. Nochmal nachwetzen. Ja, so viel dazu. So, darf ich jetzt nochmal nachwetzen? Das ist halt so ein bisschen das Problem. Okay, sie humpelt. Ja, also waren 180 nicht übertrieben. Also nicht zu viel. Nicht zu wenig. 180 war eigentlich eine ganz gute Zeit dann. Oh Gott, Giftstachelschuppe. Ey, den kann man zweimal aufschneiden. Nice. Und eine Rattianplatte. Okay. Krass. Zwar nicht das, was ich brauche, aber trotzdem ganz nice. Ja gut, um den kümmern wir uns jetzt nicht. Wir machen die Rattian voll fertig. Oh Gott. Ja gut, das hat nicht so toll funktioniert, zumindest bei mir. Aber, ja, generell muss ich mir auch erstmal an die Gewehrlanze gewöhnen. Vielleicht ist da... Oh nein, ja, ich wusste es. Ich hab's kommen sehen, aber ich wusste nicht genau, was ich da machen sollte. Wer pinkt? Weswegen? Was? Ach, Falle! Ah, klar, fangen! Ja, stimmt, richtig. Ich bin ja doof. Hätte ich jetzt beinahe wieder vergessen, dass wir sie fangen wollen. Müssen. Puh. Ist doch gefangen, ja. Bei dem Unfall bekommt dann die Ratte das Platte. Ging doch, du bist nicht gestorben und hast sie nicht rausgehalten. Ja, aber Kurupiko, ja. Mach ruhig. Das schon, aber ich habe jetzt das Gefühl, ich hatte nicht so viel zur Quest beigetragen. Das ist halt auch immer das. Geiler Tailcut, den Schweifträger konnte und Tail ab. Ah, nice. So, einige Schuppen. Sehr schön. Gewebe. Giftstacheljäger 2. Okay. Hatte das Mark und Giftstachelpanzer. Sehr schön. Ach, Bleigelunger Venus. Okay. Nice, nice. Das ist, sah bestimmt sehr stylisch aus. Ha, je. Okay. Damit haben wir Stufe 2 erledigt. Ich denke mal, wir probieren es auch noch an der Stufe 3. So, was wäre denn Stufe 3? Ich liebe Adept SNS, da der Konter ein Mountangriff ist. Okay. Stufe 3 Giftstachel. Okay, wieder Jagd. Mit dem Großmakao. Ist das echt so viel schlimmer? Ich liebe, wie das Magenmodell ist. Ist das, wie gesagt, ist das ein Dings? Ist das so viel schlimmer dann, wenn der Großmakao dann auch noch dabei ist? Weil grundlegend macht das die Quest doch einfacher, oder? Oder nicht? Täusche ich mich? Wir werden sehen. Aber irgendwie klingt das jetzt nicht so schlimm, dass da noch ein Großmakao dabei ist. Ist okay. Es ist halt ein Großmakao. Welche Giftstachel-Rattian-Waffe möchtest du dir machen? Ich weiß es nicht. Das ist halt echt die große Frage. Ich weiß es nicht. Welche will ich mir machen? Wir haben jetzt theoretisch einen Gift-Hammer. Wir hätten Gift-Dual-Blades, können wir uns machen. Vielleicht das Langschwert? Jetzt haben wir Feuer-Langschwert und Gift-Langschwert. Wäre interessant. Wie gesagt, vielleicht Langschwert. Gibt es da ein sehr starkes? Okay, dann gehen wir mal auf die Stufe 3. Mal gucken. Hat tatsächlich kein LS. Hab nachgeguckt. Okay, na dann. Hauptsächlich sind Giftstachel, die haben ja ganz sein. Großmakao treibt in der Gegend auch sein Unwesen und muss gejagt werden. Ja, okay. Aber wie gesagt, ich denke eigentlich schon, also normalerweise ist es schon so, dass wenn mehrere Monster da sind, dass dann die Quest leichter wird. Oder das Monster halt schwächer. Ich weiß jetzt nur nicht, wie es hier ist.
Eins. Mal sehen. Nur zum Mitdenken, ich habe Schweifhieb 3 mitgenommen. Bedeutet Schaden. Okay. Ah, Schwefelhieb 3. Ja, ja. Okay. Ja, gut. Passt. Ja, gut, jetzt haben wir auch den Schaden nicht erhöht. Deswegen. Die wird ja wahrscheinlich stärker werden. Mal gucken. Wird schon irgendwie passen. Oh, nein. Bestimmt nicht viel schwächer, einfach weil Großmakao, ja. Ja, ich denke mal, die ist jetzt immer noch relativ stark. Okay, geht alle in die Richtung. Ihr wisst irgendwas, was ich nicht weiß. Ich sehe schon. So, ich könnte eigentlich auch mal die Panzerhaut essen. Dann gehen wir vielleicht nicht so schnell drauf. Vielleicht gar nicht verkehrt. Mal gucken. Oh Gott, dieser Schrei, ne? Das ist schon heftig. Hat man gleich viel weniger Lust, da reinzugehen. So, jetzt natürlich gleich am Anfang mal wieder, ne? Sleepy Time. Also aufpassen. Poke sie trotzdem schon mal ein bisschen an. Oh Gott, sie ist immer noch sehr, sehr gefährlich. Sie sieht einfach gefährlich aus, das ist halt das. Ich mag die Färbung von ihr wirklich sehr. Die ist schön. Ja, wäre ein schöner Stich gewesen. Hat leider nichts gebracht. Oh, mit dem Schlafschuss runtergeholt. Sehr gut. Zwar nicht eingeschläfert, aber okay. Aber schön aus dem Himmel geholt. Das war schön. Schön gemacht. Na, so viel schlimmer kann die nicht werden. Ich nehme mir mal die Würmerträne mit, ne? Kabam! Oh wow, instant den Kopf gebrochen. Krass. Und instant gelähmt. Ja, das war auch nicht... Oh, sorry. Da habe ich dich weggehauen. Kabam! Wow. Da ist aber halt auch instant einfach die Schärfe weg. Das ist aber schon stark, wie das so funktioniert. So, und einfach mehr blocken. Sie kann mir eigentlich gar nichts. Okay, sie kann mir natürlich vor allem nichts, wenn wir sie aber die ganze Zeit runterhauen. Das tut mir fast schon gerade ein bisschen leid, muss ich sagen. Die arme Ratian. Sollte aber eigentlich trotzdem nachwetzen. Okay. Kamen! Hä? Nein! Ja klar, jetzt habe ich... ja, okay. Zu hohe Schärfe, das darfst du gar nicht die ganze Zeit machen. Ich bin doof. Ja gut, dann poke ich sie jetzt halt ein bisschen. Dafür haben wir den Drachenangriff. Obi! Okay. Etwas gefährlich. Na, ich dachte, sie will flüchten. Das sah so aus. Zumindest dachte ich das. So, ich habe bloß das Schweifhiebgift. Ja, nee. Okay. So viel Schaden hat's gemacht. Interessant zu wissen. Nicht den Wirbel, okay. Der Wirbel hätte mich fies erwischt. Ja. Yeah. Gut, jetzt halt auf die... hier auf die normale Schärfe, auf die Dings gelockt zu sein, ist jetzt halt echt blöd. Ah, da hat sich gerade weggedreht. Hey, der Großmakao. Wenigstens den haben wir betäubt. Okay, nice. Noch zwei Quests. Dann. Drachenatem. Yes, sie hat mich damit nicht getroffen. Sehr schön. Nice. Das war schön. Ich glaube, das hat gut Schaden gemacht. Shit is getting serious. Makao is coming, ja. Nein, was sollen wir jetzt nur tun? mit der Ratian kommen wir voll klar. Aber jetzt kommt der Großmakao noch. Ja, gut, da kann ich nichts. Wehspiel, ich will nicht noch mehr Quests in dem Rang. Ach so, ja, okay. Ich verstehe. Oh, oh, nein, nein, okay, alles gut. Dankeschön. Hup. Ah, diese Drehsprung immer, ne? Das gefällt mir schon sehr, muss ich sagen. Das ist schön. Oh, abhanden. Ja, voll abhanden.
Hallo meine Lieben, was treibt ihr Feines? Hallöchen Ray, willkommen zum Stream. Ja, wie du richtig gesehen hast, wir handen richtig ab. Ah, das ist so toll. Das gefällt mir richtig gut. So, jetzt müssen wir bloß das Würmelfeuer raushauen. Naja, schade. Das war nicht ich, oder? Sie ist tot? Holy. Ja, okay, das ging jetzt sehr schnell. Gut, ich meine, wir haben sie gut umgekommen, Boot. Aber das ging jetzt schon sehr, sehr schnell. Das liegt dann wohl wahrscheinlich an dem Großmakau, was keinen wirklich großen Sinn macht, aber okay. Ein Rattalos hätte ich verstanden, aber das ist jetzt irgendwie merkwürdig. Ja gut, machen wir den Großmakau fertig. Komm schon, krieg ich ihn geritten? Ja, er ist fast schon zu flink, um ihn zu reiten, oder? Bam! Ich glaube, ich mache auch ganz gut Schaden mit dem Ding. Ich weiß es jetzt gerade eben nicht, aber ich glaube schon. Bam! Voll in den Hintern. Ja gut. Alles immer verschießen sollte ich vielleicht nicht. Anscheinend schalte ich mehr und mehr Musik in der Jägertaverne frei, okay? Oh, gut. Das muss auch mal sein. Ja, okay, er humpelt auch schon. Also ich sag, das mit dem Großmakau verstehe ich nicht ganz. Na ja, gut, dann machen wir ihn voll platt. Ich habe jetzt ein neues Lieblingsangriffsart gefunden. Ja, okay. Vielleicht die Musik von den Fated Four, weil die mache ich gerade. Das kann natürlich sein. Die Bomben haben reingerotzt. Ja, ich glaube schon. Wenn da wirklich jeder mal die Bomben reinlegt, das tut dann schon weh. Also sie war auf jeden Fall nicht stärker als die andere, ne? Okay. Toll. Jetzt will ich... Da will ich jetzt den Endscreen sehen. Was ist da der Endscreen? Ist es wirklich der letzte Pixel vor dem Rausgehen? Oder ist es schon im nächsten Gebiet? Keine Ahnung. Ah, hey. Wir haben es erledigt. Sehr schön. Yeah. Ja, wie gesagt, die ging jetzt. Wenn du dich mal so ein bisschen dran gewöhnt hast und wenn du sie mal gut umkombost, dann geht die eigentlich ganz gut. Ja gut, der Schwefelhieb, ja, wenn du den dabei hattest, klar. Ich glaube, nächstes Problem, Stufe 4 war high. Können wir den überhaupt schon machen? Weiß ich gar nicht. Wie ist das denn? Nächstes wird stärker, aber keine Kunst. ja, wie gesagt, ist das ein Problem, dass sie high ist oder noch nicht? Oder nicht? Armes Kelbi. Gib mir mein Kelbi-Zeug. Nein! Wie mies. Ich meine, wir könnten nochmal die Stufe 4 machen, wenn wir können. Ich denke, high ist 6 Sterne. Ja, das schauen wir mal. Brauchst Jäger 5, glaube ich. Also Dread Queen. Wird ja Sinn machen, weil dort ist ja die Ratian dann wieder verfügbar, ne? Werden wir gleich sehen, genau. Dann machen wir entweder noch die Stufe 4 oder halt irgendwas anderes, wenn wir sie nicht machen können. Ah ja, dann sind wir wenigstens hier mal ein bisschen vorangekommen. Und vielleicht machen wir dann nochmal irgendwie Stufe 1 nochmal oder keine Ahnung, ich weiß es nicht. Je nachdem, was wir halt brauchen, um die Waffe vielleicht zu upgraden. Ich weiß dann eh noch nicht, welche Waffe wir machen. Mal gucken. Mal sehen, was gleich passieren wird.